In den letzten Jahren kamen immer wieder neue Star Wars Projekte, manche besser, manche schlechter. Und momentan durch The Acolyte ist der Star Wars Hype der Welt nochmal ein bisschen im Aufruhr und ja, ob das so gut wird oder schlecht wird, selber dahingestellt. Ich nutze das Ganze aber jetzt mal, um endlich mal mein Ranking von Star Wars hier auf diesem Kanal zu veröffentlichen. Hier wird alles gerankt, alle Filme, die es gibt, alle Serien, die es gibt, alles in einem Ranking, in meinem persönlichen Top-Ranking aufgelistet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch recht mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich liebe Star Wars und Star Wars ist auch hier auf dem Kanal ab und an mal vertreten gewesen, leider eher weniger, weil, naja, es ist halt das, was so um Star Wars herum kam, manchmal mich in der Neuzeit leider weniger interessiert hat und ich eher so in der Vergangenheit schwelge und da gibt's halt so viele YouTuber und so viele Videos, dass ich gedacht habe, da kann ich nicht wirklich noch was zu beitragen, außer an der Stelle, ihr habt Ideen, was ich mal bezüglich Star Wars machen soll, schreibt's gerne in die Kommentare. Aber heute gibt es erstmal mein Top-Ranking von Star Wars Projekten. Ich habe ja eine Liste von 16 Plätzen, die ich so angeordnet habe, dass 1 das ist, was ich am liebsten gucke und das 16 halt das ist, was ich nicht so toll finde. Es wären eigentlich mehr, aber ich muss leider sagen, dass ich weder The Bad Batch noch Andor noch Rebels wirklich geguckt habe. Rebels immer mal sporadisch. Ich weiß ungefähr, was darin passiert, so die wichtigsten Cliffhanger-Momente, sage ich mal. Aber ganz gesehen habe ich es nicht. Deswegen nehme ich das hier aus der Wertung raus, weil es kann sein, dass es super gut ist und ich es hier schlecht ranke, sage ich mal. Und es deswegen wäre unfair. Deswegen hier mein Top 16 Ranking. Was natürlich auch noch wichtig zu erwähnen ist, aber das sollte auch selbstverständlich sein, das hier ist meine persönliche subjektive Meinung. Das, was ich jetzt sage eventuell und das, was mein Ranking hervorgibt, ist weder die objektiv betrachtete Meinung von diesen Filmen. Einige werden bei manchen Sachen sagen, jo, sehe ich absolut so wie du. Die anderen werden sagen, bist du komplett bescheuert. Und das ist euer gutes Recht, denn eure Meinung kann anders sein. Aber jetzt lang genug um den heißen Brei rumgeredet, springen wir ins Video. Und auf Platz 16 habe ich das Erwachen der Macht. Ja, ich denke, wir sollten nicht so großartig rumdiskutieren, dass die neueren Trilogies der Star Wars Saga eher schlecht als recht sind. Aber gerade das Erwachen der Macht, muss ich persönlich sagen, hat mich so wenig interessiert, dass ich es weder im Kino gesehen habe, noch irgendwie relativ zeitnah geguckt habe. Das habe ich mir an irgendeinem Tag, in irgendeinem schönen Sommer, sonnigen Tag mal angeguckt. Und ich muss sagen, es war natürlich schon hier und da ein bisschen Hype, weil, oh mein Gott, Star Wars. Aber irgendwie, ich konnte nichts damit anfangen. Ich fand manche Charaktere einfach super plump geschrieben. Ich werde gleich an den Punkt kommen, warum ich die Trilogie, die neueste, gar nicht mal so allgemein so schlecht finde. Aber ja, da werdet ihr mich wahrscheinlich steinigen, aber kommen wir erstmal weiter. Ich muss sagen, das ist aber definitiv der schlechteste Film, weil ich weiß nicht, irgendwie hat der alles und nichts. Es ist alles ganz komisch. Es fühlt sich nicht nach Star Wars an, finde ich. Auf Platz 15 habe ich Solo, A Star Wars Story. Was soll ich sagen? Ich habe den Film einmal geguckt. An für sich finde ich ihn nicht scheiße, aber ich muss sagen, es hat mich so wenig interessiert, dass ich jetzt weder den hundertprozentigen Ablauf wüsste, noch die Story, was da überhaupt passiert ist. Ich weiß, es geht um Han Solo, ich weiß, es geht um Chewbacca, ich weiß, am Ende ist da noch Darth Maul und ich weiß auch, dass da viele Leute, also viele bekannte Star Wars Charaktere in ihren jüngeren Jahren sind. Aber das ist, ich habe es einmal geguckt und habe gedacht, ja, reicht mir. Reicht mir. Schlecht würde ich sagen, ist es nicht, weil die Star Wars Story Filme finde ich persönlich super stark. Beziehungsweise die Idee dahinter einfach zu sagen, wir nehmen etwas, was im Star Wars Universum ist, aber nicht hundertprozentig oder direkt mit unserem Trilogie-Geschwader zu tun hat. Man kann halt alles Mögliche erzählen. Aber bei Solo muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich kein großer Han Solo Fan bin, nie so wirklich war, deswegen der Film war, für mich war der langweilig bis halt auf das Ende mit Darth Maul und da muss ich sagen, hat man halt auch ein Plothole offen gelassen, was kein Plothole war, beziehungsweise halt einen Cliffhanger offen gelassen. Ja, was soll ich sagen? Es war halt irgendwie, bis jetzt hat sich daraus noch nicht so ergeben. Das fand ich halt ein bisschen schade. Auf Platz 14, und da könnte jetzt schon einige Kritik auf mich zugeflogen kommen, habe ich Book of Boba Fett. Ich muss sagen, ich fand Boba Fett immer einen super interessanten Charakter. Ich fand überhaupt dieses ganze Klon-Dings und Boba Fett, Jango Fett und was weiß ich, super interessant. Und auch die Serie an sich ist nicht schlecht. Gerade diese kleinen Zwischenblicke mit Mando und Baby Yoda und Luke und Ahsoka und war das überhaupt da? Keine Ahnung, das kommt nämlich jetzt der Punkt. Das war alles super schön und super cool gemacht und auch optisch war es nicht schlecht. Aber ich hätte es nicht gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Also wenn da jetzt nichts zugekommen wäre, hätte ich auch nicht gesagt, oh nein, Mensch, was ist denn mit Boba Fett passiert?
als er halt ja, da in dem, aus dem Sarlacc rausgekrochen ist, was ist denn da passiert? Ich hätte nicht nachgefragt, sage ich ganz ehrlich. Weswegen ich auch der Meinung bin, dass dieses ganze Mando-Gedingse und Baby Yoda noch kurz reinschmeißen und überhaupt auch, wie gesagt, ich weiß ja nicht mehr, ob das überhaupt in Boba, also Book of Boba Fett drin war mit Luke und Ahsoka oder ob das bei Mandalorian Staffel 2 oder so war, ich weiß es gerade gar nicht. Aber dieses, dass das connected ist, war schon wieder cool. Aber hat auch wieder nur für mich den Anschein gemacht, so okay, ja, wir müssen halt Boba Fett noch ein bisschen Unterstützung geben von was, was wir wissen, was funktioniert. Und das ist halt The Mandalorian. Deswegen keine schlechte Scheißserie, aber halt einfach was, wo ich sage, pff, hätte ich nicht hier braucht. Nice to have, but nö, brauche ich nicht. Platz Nummer 13, der Aufstieg Skywalkers. Was soll ich sagen? Also, wie gesagt, wir haben schon darüber geredet. Oh, es ist ganz bekannt, dass die Trilogie, ich habe es jetzt gerade richtig ausgesprochen, ich glaube, die vorigen Mal nicht, die neue Trilogie ist halt schwierig. Sowohl wegen den Charakteren, als auch wegen diesem manchmal gezwungenen, gedrungenen Plus der Aspekt, dass viele Charaktere kaputt gemacht wurden. Und ich finde, mit der Aufstieg Skywalkers haben sie es perfekt abgerundet, mit dem Charakter kaputt machen. Nicht nur, dass wir Kylo Ren, einen an für sich interessanten Charakter, naja, sterben lassen. Nein, wir haben auch eine Rey Palpatine, die dann sagt, sie wäre eine Skywalker. Und sind wir mal ganz ehrlich, ja, sie hat die Welt gerettet vor hier Dings, ne, Palpatine. Aber so, puh, das ist halt schon ein dickes Ding, sich so zu bezeichnen. Und das ist halt, also keine Ahnung, es ist sehr viel, haben sie kaputt gemacht. Ich glaube einfach, dass sie mit diesem letzten Film sich gedacht haben, komm, scheiß auf diese Charaktere. Wir lassen die jetzt vollkommen auflaufen. Ich muss sagen, dieses finale Endbattle, wo alle Jedi auf Rey einsprechen und sagen, hier, ich bin alle Jedi und ultra cool. Das war pure Gänsehaut. Ich habe 2, 3 Tränchen verdrückt, wenn man die Charaktere da raushört. Aber puh, ja, am Ende des Tages, sind wir ganz ehrlich, Rey ist eine Mary Sue. Ja, war Luke irgendwo auch und Anakin hatte auch was davon. Das waren ja alles nicht Charaktere, die... Ja, aber nee, also Luke und Anakin waren nicht so krass. Also ich verstehe schon, warum sie so krass sein kann, aber es ist halt einfach dieses, bitte erkläre, warum und weshalb. Und das hat halt das große Finale in diesem Film gefunden und war halt einfach over the top. Natürlich war es episch mit den ganzen hier Raumschiffen, Spaceships und bla. Ultra krass, der Fight war heftig. Optisch, oh, hammermäßig, keine Frage. Ja, auch ich fand es episch, dass Palpatine zurückgekommen ist, auch wenn es komisch war, es war episch. Aber das ganze Paket und dann solche Sachen wie halt, ja, Rey Skywalker, boah, ist halt schwierig, finde ich. War halt nicht so geil, aber halt auch, man sieht es in der Platzierung, in meinen Augen gar nicht mal so ultra kacke. Wenn ich hier so meine Ranking gerade durchgehe und jetzt hier der Aufstieg Skywalker habe und jetzt sehe, was als nächstes kommt, muss man schon sagen, von Platz 13 zu 12 ist schon ein großer Unterschied. Also es ist so Platz 13 und dann hier ist so Platz 12, beziehungsweise andersrum. Also es ist ein großer Abstand zwischen, weil Platz 12 ist Episode 2. Ja, schlagt mich bitte nicht, dass ich das jetzt direkt hinter der Aufstieg Skywalker platziert habe. Aber, und jetzt kommt ein ganz großer Punkt. Ich muss sagen, Episode 2 ist der Film, den ich am wenigsten gesehen habe. Ich könnte euch nicht sagen, was großartig passiert, außer diese Gefangennahme, der Kampf mit allen möglichen Jedi, Jango Fett wird geköpft, die Klonenarmee kommt und ja, ich bin ehrlich, ich wüsste ganz wenig, worum der Film wirklich hauptsächlich geht. Dann haben wir noch Anakin, der da die Taskenräuber abschlachtet, ja, aber ich persönlich finde den Film am schlechtesten von dieser Trilogie. Aber halt auch nicht ultra kacke. Aber ich finde, das ist halt die Zeit, in der Anakin mit am schlimmsten war. Gleich denkt ihr so, bist du bescheuert, weil ihr wisst, welcher Platz definitiv weiter vorne kommt. Aber ich finde, das war so der Anakin, der mich am meisten genervt hat. Das war der Obi-Wan, der mich irgendwie am meisten genervt hat. Ich fand den Film, der war nicht so rund irgendwie, der war sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich habe den ultra selten geguckt. Ich kann euch nicht sagen, was da passiert ist. Ich bin ehrlich, ich bin ganz, ganz wichtig in dem Film. Deswegen springen wir direkt zum nächsten Film. Auf Platz 11 haben wir hier Episode 1. Ja, ihr denkt euch jetzt, hä, dir gefällt Anakin aus Episode 2 nicht? Wieso findest du dann hier den Kind Anakin so gut? Nee, ich hasse den. Ich finde den ultra nervig. Aber ich muss sagen, Darth Maul trägt den Film auf seinen Schultern und der ist nur ganz wenig zu sehen. Allgemein muss ich sagen, Episode 1 ist, finde ich, ein Ticken zu lang. Es gibt manche Sachen, die waren absolut unnötig. Man muss halt auch sagen, zu der Zeit, wo das gemacht wurde, war es halt schon dieser Anfang von dem, ich nenne es mal, neuen CGI. Und das war halt, es sah sehr komisch manchmal aus. Aber am Ende des Tages, also, puh, es ist schwierig, weil irgendwie halt schon diese ganzen Droiden-Armees waren cool. Jar Jar Binks war ultra stressig, aber an für sich, ich muss sagen, der Film war nicht ultra gut, bin ich ehrlich. Vor allem finde ich ultra lang einfach. Aber um halt einfach die Story von Anakin perfekt, naja, ich sag mal, anzufangen, durchzustarten, aufzugreifen,
war der schon ganz okay. Man hat erkannt, warum Anakin so ist oder so ist, wie er geworden ist. Ja, der Film ist vielleicht nicht so gut gereift. Also einfach von dem Anakin als Kindmäßigen her. Weil ich muss sagen, er war schon sehr, sehr nervig. Und ich glaube, das ist auch das, was wirklich viele an dem Film stört. Denke ich mal. Großes und ganzes Finale-mäßige Darth Maul und Qui-Gon Jinn und Obi-Wan. Der Fight ultra heftig, ultra episch. Aber ja, das war es halt auch schon wieder. Deswegen sind die beiden Filme bei mir ziemlich nah beieinander vom Ranking her. Weil die irgendwie beide nicht super krass waren in meinen Augen, aber auch nicht super schlecht. Und jetzt wird, glaube ich, jeder Steine nach mir werfen. Denn jetzt packe ich hierhin die letzten Jedi. Ja. Schande über mein Haupt, dass ich das jetzt sage, aber nein, das ist meine Meinung. Ich muss sagen, die letzten Jedi gucke ich mir lieber an als Episode 1 oder auch Episode 2. Wahrscheinlich denkt sich jeder Star Wars-Fan gerade, bist du komplett komisch. Und vielleicht ist es auch so. Ich muss aber sagen, die letzten Jedi war nicht durchgehend, keinesfalls durchgehend, aber in vielen Punkten wirklich cool. Die Schlachten waren episch. Ich finde, diese ganzen Trainingssequenzen waren episch. Luke, auch wenn er schlecht umgesetzt war, Luke war episch. Irgendwie alles. Ich fand den Film nicht schlecht. Der hatte viel drumherum, was absolut komplett für den Arsch war. Aber ich muss sagen, der war auf jeden Fall der Beste aus dieser Trilogie, aus der neuen. Und ja, wie gesagt, den Film würde ich mir persönlich lieber nochmal angucken. Zumindest teilweise, als Episode 1 und 2. Ich kann auch nicht mal genau sagen, warum. Aber irgendwie ist es so, ich könnte mir vorstellen, dass bei Episode 2 und 1 ich halt in einem Alter war, wo ich die Filme halt noch nicht so wahrgenommen habe und so wertgeschätzt habe wie später im Verlauf. Und der Film war halt einfach, ich fand den nicht ultra schlecht, wirklich. Ich fand, das ist der beste dieser Trilogie. Trilogie. Ich verstehe schon, wenn jetzt jemand sagt, nee, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich verstehe es, aber ist halt jetzt hier in dem Fall meine Meinung. So, kommen wir nun zu Platz 9 und kommen wir jetzt mal zu einem Schmuckstück und zu dem Ganzen, womit das halt gestartet hat, und das ist Krieg der Sterne. Ja, warum ich den so weit unten ranke, in Anführungsstrichen, ist halt einfach, es ist viel Nostalgie. Der Film hat ultra viel Kitsch, der Film hat ultra, ultra komische Sequenzen, der ist auch unbedingt vom Storytelling manchmal irgendwie ein bisschen schwammig, finde ich. Aber er hat halt einfach ultra viel Nostalgie mit in sich. Damit hat das gestartet. Und das ist auch so ein Film, den gucke ich mir mindestens einmal im Jahr an. Einfach um diesen Nostalgiefaktor zu bekommen. Warum der so weit oben gerankt ist und nicht bei den anderen der ersten Trilogie, das erkläre ich gleich. Das wird euch auffallen am Ende des Tages. Und das wird auch ein großer Punkt sein, warum dieses Ranking so aufgebaut ist. Auf jeden Fall Platz 9, Krieg der Sterne. Platz 8 packe ich The Mandalorian. Keine bestimmte Staffel, einfach The Mandalorian so an sich. Ich muss sagen, war eine super frische Abwechslung. Es war weg von diesem 100%igen Star Wars. Es war einfach so, wir begleiten einen Mandalorianer, der als Kopfgeldjäger durch die Gegend läuft. Mehr war es nicht. Und dann findet er halt ein Baby, was auch so wie Yoda. Ich finde, es war gut. Vor allem Staffel 1 fand ich super, super geil, weil es wirklich fast null Connection zu den anderen Sachen hatte. Es spielte im Star Wars-Universum, es spielte aber zu einer komplett anderen Epoche und es war echt ein frischer Wind. Später raus fand ich super episch mit Luke zum Beispiel. Einfach geil, auch wenn das CGI nicht so hundertprozentig geil war. Ich fand es einfach schon episch. Allgemein auch so das Ganze, was nach hinten rauskommt, war natürlich nicht schlecht. Ich muss aber sagen, Staffel 1 war für mich aus dem Sinne gut oder so heftig gut, weil es so wirklich bodenständig war. Es war so ganz clean, wir verfolgen einen Auftragskiller oder beziehungsweise einen Kopfgeldjäger. Das war cool gemacht. Hier und da hat es natürlich auch seine Schwächen gehabt, aber an für sich eine Serie, die man sich super gut angucken kann. Ich finde auch, die ist jetzt, wenn man sie sich wirklich so hintereinander binge-watcht, ist sie auch nicht so ewig lang, was ich super gut finde. Ist definitiv einfach eine nice Serie, eine rundum gute Serie. Wo dann der Nostalgiefaktor ein bisschen reinspielt, ist dann Platz 7 und das ist Ahsoka. Ja, eine Serie, die so bei vielen Leuten irgendwie Hit or Miss war. Ich muss sagen, ich fand sie rundum ziemlich, ziemlich stark. Nicht mal direkt wegen Ahsoka, sondern wegen dem Drumherum. Zum einen hätten wir natürlich Anakin. Dieser Flashback oder dieser Geister, wie heißt die Welt? Die Welten zwischen den Welten, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Es war episch, Anakin zu sehen, super geil. Anakin in seinem Bösen zu sehen, super geil, in den Klonkriegen zu sehen, mit Ahsoka als kleinen jungen Padawan. Es war einfach heftig und da war der Nostalgiefaktor so hart da, weil es einfach eine Mischung aus Live-Action und Clone Wars war, die wir noch nicht bekommen haben. Leider, vielleicht bekommen wir es ja noch irgendwann. Aber alles in allem heftig, episch. Dann mit Shin Hati und dem anderen Dude, ich habe seinen Namen vergessen, die ganze Story rum um Admiral Thrawn und was da alles passiert ist, auch ultra episch. Ich muss sagen, die ersten paar Folgen waren schon ein bisschen anstrengend für dich. Und erst so die letzten 3, 4 Folgen waren wirklich gut heftig und hatten
geile Sachen. Das Ganze mit hier, was ich sag mal, mit Rebels zu tun hat, mit Ezra und dem ganzen Squad drumherum, war für mich jetzt leider nicht so heftig spannend, weil ich halt Rebels nicht gesehen habe oder halt nur teilweise. Nichtsdestotrotz super gut gemacht, super gut integriert. Aber für mich wirklich Ahsoka aus diesem fetten Grund. Wir haben zwei neue Bösewichter bekommen, die nicht wirklich Sith, nicht wirklich Jedi waren. Ultra gut gemacht. Shin Hati nach wie vor für mich beste. Und halt dann halt Anakin Skywalker. Es war super krass gemacht. Definitiv für mich verdient auf diesem Platz, weil halt noch ein bisschen was auffehlt. Das haben wir dann zum Beispiel oder habe ich für mich bei Obi-Wan bekommen. Ja, auch hier das gleiche wie bei Ahsoka. Irgendwie so ein 50-50-Ding. Die ersten paar Folgen waren so, hä? Das ganze Geschisse mit Leia, das am Anfang von diesen Leuten gejagt wird, oh Gott, ja, das war ultra cringe. Aber, und jetzt kommt hier der große Punkt nach hinten raus, kam dann auch da wieder die Nostalgie. Wir bekommen fucking Anakin Skywalker bzw. Darth Vader. Wir sehen die beiden gegeneinander kämpfen. Das Ganze mit den Inquisitoren, wie Vader mit denen umgeht. Alles daran war episch. Wie gesagt, die ersten, ich würde mal sagen, 2, 3 Folgen waren so meh. Nach hinten raus war es einfach nur noch krass. Wie gesagt, der Fight mit denen, die Rede, also das Gespräch zwischen Obi-Wan und Anakin / Darth Vader. Unfassbar episch. Wie gesagt, das Ganze mit den Inquisitoren. Geil. Maske von zum Beispiel einem Großinquisitor kann man jetzt sich drüber aufregen. Ja. Aber Leute, das finde ich nach wie vor ist... Ja, man kann sich drüber aufregen. Aber für mich einfach fette Pluspunkte durch Anakin in dieser Rolle als Darth Vader. Es war unfassbar episch. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Auf Platz 5 packe ich die Rückkehr der Jedi-Ritter. Meiner Meinung nach einer der stärksten der ersten Trilogie definitiv. Und auch einfach das, was ich persönlich in Star Wars immer sehe. Wenn mir jemand sagt, denke an Star Wars, ist so die Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie das, woran ich erstmal denke. Aber halt auch hier muss ich sagen, fehlt so 2, 3 kleine Sachen. Ich muss sagen, das ist auch so ein Film, den sehe ich eher selten. Ich weiß nicht, warum. Aber auch hier einfach wirklich, es ist halt oldschool. Das ist einfach grandios gemacht. Darth Vader hier auch unfassbar Hammer. Kann man einfach nicht anders sagen. Die erste Trilogie ist halt einfach stark. Und das ist halt ein Teil, der einfach wirklich super dazu da beiträgt. Auch die Entwicklung von Luke und alles drumherum. Ich find's, ich lieb's. Ich habe mich zu der Zeit damals, wo ich die Filme das erste Mal gesehen habe, die sind weit vor meiner Geburt ja rausgekommen, das ist klar. Aber wo ich die das erste Mal gesehen habe, ich konnte mich so gut mit Luke identifizieren, gerade ab jedem Teil. Im ersten Teil muss ich sagen, eher noch nicht so. Das fand ich irgendwie, da war ich nicht so Fan von Luke. Aber keine Ahnung, ich fand Luke immer cool. Nicht nur, weil wir Namensvetter sind vom Namen her, also Jan Lukas. Ganz weit hergeholt. Ich werde von meinen Eltern Luke gerufen, deswegen, keine Ahnung, vielleicht kommt das daher. Aber ich denke, auf jeden Fall ein verdienter 5. Platz hier, aus meiner Warte. Auf Platz 4 packe ich Clone Wars, und zwar die ganze Serie plus den Clone Wars Film, der lustigerweise mein richtiger Einstieg ins Star Wars Universum war. Ich habe die Filme zwar vorher schon gesehen, aber mit Clone Wars, der Film, habe ich so richtig durchgestartet. Da habe ich angefangen mit Clone Wars zu gucken, Episode 3 und alles Mögliche. Wie gesagt, das für mich der Einstieg, der richtige Einstieg ins Star Wars Universum. Und was soll ich sagen, Clone Wars ist einfach heftig. Clone Wars ist, glaube ich, das, was wirklich jedem Star Wars Fan gefällt. Ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die sagen, vielleicht die ganz, ganz alte Generation, aber die meisten werden sagen, yo, Clone Wars ist heftig. Heftige Story, heftige Folgen, einzelne Folgen, die unabhängig von der großen Story funktioniert haben. Und gerade die letzte Staffel. Holy shit, ich weiß noch, wie ich sie gesehen habe. Wann kam sie raus? Boah, ist auch schon wieder ultra lang her. Ich habe auf meinem Bett gesessen. Ich habe mich hingesetzt, weil ich so heftig fand. Und ich habe Rotz und Wasser in der letzten Folge geheult. Wirklich, Leute, da war ich gebrochen. Ich war gebrochen. Und das mit Recht, diese Serie ist so gut. Wirklich, es ist einfach unfassbar stark. Ich muss sagen, viele Folgen sind unfassbar Kaugummi. Die ziehen sich und irgendwann hat man auch das Gefühl, oh komm, bitte gib Gas, ich möchte weiterkommen. Aber es macht trotzdem Spaß und das ist halt Clone Wars. Und Clone Wars, der Film, muss ich sagen, nach wie vor, ich verstehe immer noch nicht hundertprozentig, wo ich ihn einordnen muss. Gucke ich den ganz am Anfang? Ich glaube, ja. Ich muss sagen, Clone Wars, der Film ist irgendwie so ein Ding für sich selbst. Ganz komisch, ich weiß nicht warum. Kommen wir jetzt zum Treppchen und hier haben wir auf Platz 3 Rogue One. Für mich eigentlich einer der heftigsten Star Wars Filme, die ich je gesehen habe. Also ein Meilenstein in Star Wars, würde ich sagen, weil es ein alleinstehender Film ist, der ganz, ganz minimal, wirklich ganz minimale Ansätze halt an die alten Trilogien hat oder überhaupt an die
originale Hauptfilmreihe. Und trotzdem schafft der Film es wirklich Hammer dazustehen. Er hat kein Happy End, weil, sind wir ganz ehrlich, wir wissen ja, wann er spielt. Es ist klar, dass er kein Happy End hat. Und das tut dem Film richtig gut. Und sind wir ganz ehrlich, wenn man an Rogue One denkt, denkt man auch einfach hauptsächlich an die Momente, wo Darth Vader da ist. Wirklich, jede Sekunde, wo Darth Vader da ist, ist episch. Einfach heftig. Tisch. Wenn nicht zuletzt die Szene, wo er da in diesem Raumschiff, also in diesem Kreuzer da ist und da halt durch die ganzen Rebellen durchprügelt, die halt dann Leia quasi das geben, was wir halt in Star Wars Episode 3, 1, 3, 3, 4 bekommen. Es ist super gut abgerundet, es passt alles so geil und Darth Vader ist halt der only Motherfucker in diesem Film. Es ist unfassbar heftig. Ich kann mir den Film so oft angucken. Ich bin auch, ich weiß, wer sterben wird. Ich bin traurig drüber, aber ich fühle es einfach, weil dieser Film einfach sagt, nee, die müssen sterben. Die sind nicht relevant für die weitere Story und das ist gut so. Rundum geiler Film. Auf Platz 2, Das Imperium schlägt zurück. Und hier habe ich mit mir gekämpft, mit Platz 2 und Platz 1. Ihr werdet wahrscheinlich schon merken, was auf Platz 1 kommt. Hier habe ich wirklich gekämpft, aber ich muss sagen, für Platz 1 war dann doch für mich persönlich das Alter, in dem ich den Film quasi gesehen habe, erst relevant. Was soll ich sagen, Das Imperium schlägt zurück, einfach geil. Einfach geiler Film. Luke Skywalker, Darth Vader Action, es ist einfach so schön, diese zwei miteinander gegeneinander. Es ist unfassbar geil. Das Setting von dem Film, alles, also das, was ich gerade eben bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter gesagt habe, zählt hier auch. Das ist das, woran man denkt, wenn man Star Wars sagt. Das ist mein erster Gedanke. Wenn mich jemand fragt, denk an einen Star Wars-Film. Sind es halt der Film, Rückkehr der Jedi-Ritter und halt auch Platz 1 natürlich. Denn ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben, auf Platz 1 ist Episode 3. Die Rache der Sith. Was soll ich sagen? Das ist für mich persönlich, und da kann man jetzt sagen, in manchen Szenen viel Kitsch und viel Klimbim und viel hin und her, komisches Sachen. Der Film hat viele, viele Ecken, wo ich jedes Mal sage, ach, muss nicht sein, mach weiter, mach weiter. Aber die letzten paar, also das letzte Viertel von diesem Film, ist heftig. Es ist heftig, Anakins Verwandlung zu Darth Vader mitzuerleben. Schritt für Schritt, Jedi-Tempel-Ausrottung, Fight gegen Obi-Wan und dann die Rüstung. Es ist heftig und das ist ein so unfassbarer Film, weil er einfach wirklich die Geschichte von Anakin Skywalker einfach unfassbar perfekt abrundet. Ich muss sagen, das ist so der Film, den ich glaube ich wirklich als erstes gesehen habe, bevor ich mit den ganzen anderen Filmen angefangen habe. Und ich wusste damals noch gar nicht so wirklich, was haben die irgendwie in Reihenfolge. Grüße gehen raus an meinen Cousin, der hat mich hier dran gebracht. Er hat mir gesagt, wie Darth Vader durch seine Rüstung sieht. Wie der halt da durchguckt mit diesem Infrarotmäßigen. Und ich habe das nicht geglaubt, weil ich dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass Darth Vader hat doch eine komplett schwarze Rüstung, bla 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 bla. Dann hat er mir diesen Film auf DVD gegeben und ich habe ihn mir angeguckt und ich war fasziniert. Ich war sehr, sehr jung und ich war fasziniert und ich liebe Anakin Skywalker. Ich liebe Anakin Skywalker, ich liebe Luke Skywalker. Darth Vader ist in meinen Augen der perfekte, runde Filmbösewicht. Also Anakin Skywalker slash Darth Vader. Es gibt für mich nichts, was irgendwie da dran kommt. Ich liebe Joker, aber der kommt auch nicht da dran. Darth Vader ist in meinen Augen der beste Bösewicht, Antagonist, den es so gibt. Und ich glaube, das merkt man gerade zum Ende vom Ranking hin, dass hier halt einfach sehr viele Sachen reinkommen, wo entweder Anakin oder Darth Vader voran. Ab spätestens Ahsoka kann man das definitiv mitbekommen. Passt in jedem Film entweder Anakin oder Darth Vader oder beides imprägniert. Und ja, das ist einfach für mich ein riesengroßer Pluspunkt. Ich liebe Darth Vader und für mich ist das einfach ein sehr, sehr großer Punkt, wenn wir einen guten Darth Vader slash Anakin Skywalker in einem Film haben. Ja, und das war jetzt mein Ranking. Ich denke, viele Leute denken sich wirklich, bist du bescheuert? Was kannst du, wie kannst du den Film dahin platzieren? Und wie gesagt, ich verstehe es. Mein Ranking ist halt, wie gesagt, durch Darth Vader sehr, sehr, sehr beeinflusst worden oder halt durch Anakin. Und es ist ja auch nichts Verkehrtes daran. Das ist so meine Meinung. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Schreibt gerne euer Ranking rein. Ich lese es mir super gerne alles durch. Haut auch gerne Erklärungen dabei, warum ihr das so und so rankt. Oder auch, warum ihr vielleicht versteht, wie ich manche Sachen ranke oder halt nicht. Schreibt das auf jeden Fall gerne rein. Ich würde mich freuen. Wenn ihr jetzt noch Bock habt auf weitere Star Wars Videos, werde ich jetzt hier wahrscheinlich welche eingeblendet haben. Ich weiß noch nicht, welche genau. Deswegen, wenn ihr Bock habt, meine Meinung zu manchen Star Wars Sachen zu hören, hier auf die Videos klicken. Und guckt euch einfach immer auf dem Kanal um. Ich versuche immer mal wieder mehr Star Wars zu machen, aber es gibt halt auch so wenig Neues. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, was für Star Wars Themen ich gerne mal ansprechen soll. Dann werde ich es vielleicht auch machen. So, jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.